Und dazu passt nämlich dieses Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Und das ist die Rubrik, wo wir immer wieder so ein bisschen was vorstellen, was es da so gibt. Und wir werden ja, das ist jetzt, jedes Mal bringen wir hier was und das ist jetzt wieder eine weitere Gruppierung. Es ist unglaublich, wie viele Akteure der Zivilgesellschaft sich dafür einsetzen. Klar, es gibt ja auch genügend zu tun, aber es ist halt irgendwie spannend, dass uns da die nicht ausgehen. Und das hier ist was Interessantes, nämlich die Aktion Wir kündigen. Im Prinzip gibt es ja etwas wie eine Art Generationenvertrag, also im Sinne von ältere Generation verlässt sich darauf, dass die jüngere Generation sie durch Rente und Solidarität und so weiter unterstützt und dafür hinterlässt halt irgendwie die ältere Generation der jüngeren Generation halt irgendwie Wohlstand und Strukturen und so weiter. Und war eigentlich immer so dieser Gedanke von wegen, meine Kinder soll es mal besser haben und so. Jetzt wird klar, unsere Kinder werden es schlechter haben und die Generation vor uns, die Generation, die gerade in Macht ist, hat halt eben, naja, ist nicht ganz so pfleglich, wider besseren Wissens mit der ganzen Sache aufgegangen, umgegangen. Also das heißt, also die ganze Sache, die wir haben, ist ja nicht nur ist ja ein Konflikt auf sehr vielen Ebenen, Nord-Süd und Reich-Arm und so weiter. Also ist auch ein klassisches Thema und so weiter. Und es ist auch ein Thema ein bisschen für Generationen. Betroffen sind wir alle und wir sind auch gleichzeitig alle auch Mitverursacher und gleichzeitig gibt es halt den Willen zur Veränderung, der ist teilweise ungleich verteilt. So. Und dir, wirkündigen.de von der Stiftung Generationengerechtigkeit setzt das eben auf und da geht es auch nicht darum, die gegeneinander auszuspielen, sondern zu sagen, wir müssen uns hörbar machen. Wir müssen die Leute, die momentan in Power sind, und das heißt halt eben ja nicht nur die Leute an den politischen Machthebeln, sondern auch die Leute, die halt in der Gesellschaft, zivilgesellschaftlich auch irgendwie Kraft haben, die zum Beispiel jetzt halt irgendwie hohe leitende Angestellte sind und so weiter, die jetzt aber genau zu der Generation gehören, die was ändern kann. Und bisher noch nicht getan hat, die sollen nicht so indifferent dagegenüber sein und versuchen dann eben das auch ein bisschen klarer zu machen, nach dem Motto, wisst ihr was, ihr lasst uns hier gerade allein mit der ganzen Scheiße und das finden wir nicht gut. Und wenn ihr in 20 Jahren, wenn wir mit dem ganzen Mist hier sitzen und hier mit dem brennenden Wüstenplaneten, dann glaubt man ja nicht, dass wir euch in den Schatten schieben. Ne? Also das ist jetzt von mir erfunden. So, ne? Also das bedeutet dieses, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, dieses so, wir sind doch hier nicht alleine. Wir sind gemeinsam mit unseren Mitgeschöpfen und wir sind gemeinsam mit unseren Leuten, die nach uns kommen, die Leute, die vor uns sind. Und lasst doch mal bitte gemeinsam in einen Dialog eintreten, dass wir das hinkriegen. Weil momentan ist für jeden, der 40 ist oder jünger, einfach schlechte Zukunftsaussichten und lasst uns darüber doch mal bitte sprechen. Und deswegen finde ich das einfach vom Konzept her interessant, darüber auch mal eine Debatte zu eröffnen. Jens, deine Kamera hat sich verabschiedet, glaube ich. Oh, echt? Nee, da ist so ein Rädchen zu sehen. Ach, Tatsache. Ja, Ist dein bevor ich Akku da, jetzt schneller leer? das weiß ich nicht. Also eigentlich müsste ja noch alles laufen, ne? Warte mal. Das, reconnecten. Ja, er sagte ja, er wird jetzt gerade mal reconnecten. Okay. Schau mal eben, warte. Ach ja, ich sehe schon. Augenblick. Aber wir sind ja Wir so sind. oder so schon auf der Zielgeraden. Ja, wir sind ja fast fertig hier. Ach so, guck an. So. Ach Mensch. Es ist spät am Abend. Aber wir wissen jetzt alle, was für ein Programm du nutzt. Das Ach ja, genau. Carmo. Ja, es funktioniert auch super. Ja. Es ist wirklich eine tolle von unserem Kollegen Max eine Empfehlung. Dass, wenn es dann funktioniert, funktioniert. Funktioniert super. Warte, warte, das ziehen wir jetzt noch durch. So, da Jetzt. ist er wieder. Sehr gut. I'm so sorry. Also ja, wie gesagt, also finde ich spannend, das so rum aufzuziehen. Genau. Und zweites Ding, und das hatte ich vorhin ja auch versprochen. Und zwar, was ist denn heute? Also Wissing, Veto, dann kam jetzt Kompromiss von der EU, wieder Veto. Und dann hat Fridays for Future heute früh gesagt, weißt du was, wir starten jetzt eine Petition. Scheiß drauf. Und hat gesagt, raus mit dir. So, und hat die morgens, glaube ich, um 7 gestartet. So, und hat irgendwie über den Tag, also 30.000 Stimmen schon zusammen. Da unten ist der Link, der kommt auch in die Shownotes. Teilt das. Macht damit. Also die werden natürlich niemals deswegen ihn axen, so, weil das wird sich ja niemals irgendwie so, ne? Aber das ist schon ein deutliches Signal.
Für all diesen ganzen Mist, der da passiert, muss langsam mal ein bisschen was passieren. Also Scholz hat ja schon das gemacht, was er quasi so die rote Karte, also die gelbe Karte ist, nämlich ihm sein Vertrauen ausgesprochen. Das heißt also so, der nächste große Stolperer, der wird ihn langsam in Dings bringen und so weiter. Und das ist jetzt auch langsam wirklich ein bisschen lächerlich. Und er ist natürlich auch nur das Bauernopfer, ne? Also da steht ja eine ganze Partei und Interessenlage und so weiter da drin. Und der BDI ist ihm ja auch schon beigesprungen und so. Also wir reden auch hier darüber, dass der Diskurs in eine neue Phase eingetreten ist, habe ich beim letzten Mal schon nachgezeichnet, ne, dass das einfach jetzt neue Qualität ist von Widerstand und so. Aber ja, wenn er sich da eben so exponiert, dann darf er einfach da auch gern mal so 50.000 Unterschriften kriegen, damit wir es vielleicht doch in den Petitionsausschuss reingeht. Das ist einfach nur total seltsam. Und an der Stelle ist wirklich nochmal wichtig, weil das gerade so ein bisschen weggehuschelt war, also was wirklich der Kompromissvorschlag war der EU und was er abgelehnt hat. Also die Geschichte war ja sozusagen, sein Narrativ war ja, wir müssen E-Fuels erlauben. Da war ja nie zur Debatte, dass das verboten ist, sondern die Zulassung, Neuzulassung von Pkw mit Verbrennertechnologie. Da ging es nicht darum, E-Fuels zu verbieten. Das war also der erste narrative Wurf. Der zweite narrative Wurf war dann zu sagen, naja, wenn wir Verbrennermotoren verbieten, dann geben wir sozusagen E-Fuels keine Chance im Pkw. Dann haben ja auch viele gesagt, hier, wir unter anderem haben das ja auch auseinandergelegt, gesagt, die ganzen Mengen an E-Fuel kannst du gar nicht produzieren, die für Pkws gebraucht wird. E-Fuel ist sinnvoll für Flugzeuge, große Stahldinge, die wir bewegen müssen, Industrie, okay. Aber für Pkw macht das alles sozusagen überhaupt gar keinen Sinn. Und dann kam tatsächlich heute der Kompromissvorschlag der EU, die gesagt haben, hör zu, wenn du so viel Wert auf dein grünes E-Fuel legst, folgender Kompromiss, wir lassen sozusagen Pkw zu, die aber exklusiv mit grünem E-Fuel betrieben werden. Wenn sie das nicht, also wenn man da dann ab 2035 normales Benzin oder Diesel reinfüllt, erkennt das System das und der Motor schaltet sich ab. Also das heißt, man kommt ihm sogar entgegen mit diesem Narrativ E-Fuel-Betrieb, aber den Kompromiss hat er abgelehnt. Und da war dann einfach offensichtlich, dass es gar nicht um E-Fuels ging, sondern einfach nur um den Erhalt des Diesel- und Benzinmotors und eher diese Kraftstoffart. Und es ging nie um dieses E-Fuel-Zeugs. Und da hat er sich halt dann entlarven müssen, aufgrund dessen, dass er eben diesen Kompromissvorschlag wirklich auch noch abgelehnt hat. Und jetzt ist natürlich auch zu Recht der Furor groß, auch auf der anderen Seite. Und ich bin mal gespannt, wie das noch so alles verläuft. Vielleicht sagt ja unser Klimakanzler am Ende nochmal, macht. Ja, wer Führung bestellt, der soll auch Führung kriegen, hat er ja gesagt. Ne? Dann kann er mal zeigen, wie er ja mal so die Sachen im Griff hat. Ja, es ist einfach nur peinlich. Hier nehmen die Leute den Hut, weil sie mal irgendwie ein bisschen ihre Doktorarbeit zusammen kopiert haben oder zusammen plagiiert haben und so weiter, was richtig ist. So, ne? Aber in Deutschland, wenn wir hier als deutscher Verkehrsminister wie Scheuer da irgendwie Millionen in den Sand setzt, wieder besseren Wissens, Rechtsgutachten und alles und so weiter, darfst du bleiben. Wenn du wie er hier halt irgendwie sagst, ich will jetzt hier nochmal richtig klimafeindliche Politik machen und bin durch ein Klimagesetz verpflichtet, einen Notfallplan vorzulegen und mache das nicht mal. Und dann hat das keine Konsequenzen. So, ne, dann bin ich auch irgendwann als Regierung einfach komplett blamiert, weil mir hier die ganze Zeit halt diese Unfähigkeit irgendwie im Ministeramt herumläuft. Ich habe ja neulich mal die Idee gehabt, dieses, weißt du was, man sollte den Bullshit callen, weißt du so. Habeck, der sagt jetzt, weißt du, es gibt jetzt die Deutsche Zukunftsrohstoffunion, so, das ist da ein deutsches Amt oder deutsche Gesellschaft, so, die gehört dann dem Staat und die produziert dann sehr, sehr kostengünstig, weil sie müssen ja keinen Gewinn machen, sehr, sehr kostengünstig E-Fuels. So, das machen die dann und dann hast du nämlich damit den Marktpreis dann schon mal gesetzt, der dann sehr, sehr, also wird sich wahrscheinlich dann, ja, die werden dann eher zum Zuge kommen als die anderen und gleichzeitig fließen dann die Erträge ja wieder in den Staat hinein und nicht zu der Big Oil-Geschichte. Dann hätte er E-Fuels gehabt, aber weil ja sein Interesse ein anderes ist, hätte er das bekämpfen müssen. Das wäre so geil Gaga gewesen, wenn Habeck das gemacht hätte. Wir machen das jetzt einfach so und dann hättest du zugesehen, wie die sich dann daran abarbeiten. Und so. Es ist einfach ein Schmieren Theater, was da abläuft und das ist so durchsichtig. Also ich hätte gerne auf der anderen Seite Leute, die das ein bisschen verdeckter machen, aber das ist halt eben so klar und ja, wir müssen da einfach gegen an. Ja. Nochmal hier im Chat, Trip Down ML.
schreibt, ich verstehe nicht, warum man sich so gegen synthetische Kraftstoffe stellt. Wenn das Leuchtturmprojekt der FDP sein soll, lasst sie doch machen, wir brauchen die Treibstoffe. Sorry. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ironie ist, aber wir haben es doch gerade erklärt, dass es gar nicht um das Verbot synthetischer Kraftstoffe geht, den Leuten und niemanden, sondern es geht um diese Verbrennertechnologie, die nur aufrechterhalten wird, nicht wegen den synthetischen Kraftstoffen, sondern damit noch etwas länger der Verbrenner läuft. Das ist die Diskussion und nicht, wir wollen synthetische Kraftstoffe verbieten. Darum geht es nie. Das hat auch niemand irgendwie aus der Wissenschaft und so weiter bezweifelt. Alle sind sich einhellig der Meinung, genau für Flugzeuge, Langstrecke, für große Frachtschiffe, da ist das sinnvoll, aber doch nicht im Pkw. Ja, das und das man ist doch der misleading Diskurs und deswegen geht es nicht darum, ihnen das Thema zu lassen. Ganz im Gegenteil, die machen hier einen strukturpolitischen, absolut gigantische, falsche Weichenstellung. Darum geht es.